Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Statement von FPÖ-Bundesparteiobmann, Klubobmann Herbert Kickl nach dem gestrigen Gesprächstermin beim Bundespräsidenten. Danke für Ihr Interesse an diesem Samstagvormittag. Bevor der Herr Bundesparteiobmann mit seinen Ausführungen beginnt, möchte ich darauf hinweisen, dass im Anschluss an das Statement heute die Beantwortung von Fragen nicht vorgesehen ist und bitte dafür um Ihr Verständnis. Herr Bundesparteiobmann, ich bitte um ein Statement. Ja, grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Zentrale der Freiheitlichen Partei. Geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, freut mich, dass Sie sich an diesem Samstagvormittag die Zeit genommen haben, vor allem aber liebe Österreicherinnen und Österreicher. Heute ist die Nationalratswahl genau 6 Tage her. Und mehr als 1,4 Millionen Wählerinnen und Wähler haben die Freiheitliche Partei bei dieser Wahl erstmalig zur stärksten politischen Kraft gemacht. Das ist die ganz klare und unmissverständliche Position Nummer 1 für die FPÖ. Der Souverän hat damit ein Machtwort am vergangenen Sonntag gesprochen, und zwar ein Machtwort im wahrsten Sinne des Wortes. Fragen wir uns jetzt vielleicht einmal gemeinsam Folgendes. Was ist denn ein solches Wahlergebnis in seinem Kern? Was kommt denn in einem solchen Wahlergebnis zum Ausdruck? Und ich denke, es ist ganz klar, dass die Wählerinnen und Wähler haben damit mit ihrem Stimmverhalten also ihre Erwartungen und ihre Erfahrungen mit den politischen Handlungen, mit den Handelnden, mit ihren Weichenstellungen der letzten Jahre, sie haben damit ihre Bewertung der Glaubwürdigkeit und der Vertrauenswürdigkeit der Kandidaten und ihrer Ankündigungen und sie haben darüber hinaus natürlich auch ihre Hoffnungen und ihre Wünsche und ihre Erwartungen für das Jetzt und für die kommenden 5 Jahre zum Ausdruck gebracht. Und sie haben das mit einer beeindruckenden Klarheit getan. Vertrauen und Misstrauen sind neu verteilt worden. Und die Einfärbung der politischen Landkarte von Österreich hat sich auf dieser Basis auch grundlegend geändert. Und das mit einer Deutlichkeit und mit einer Unmissverständlichkeit, an der man nicht einfach vorübergehen kann, die man nicht einfach ignorieren kann, die man nicht einfach herunterspielen kann, wenn man für sich in Anspruch nimmt, ein guter Demokrat sein zu wollen. Ein Plus von fast 13%. Ein Anstieg auf knapp 30% und damit ein Sprung von der dritten Position auf die erste Position sind mehr als eindeutig. Dieses Ergebnis ist ein klarer Auftrag, 5 gute Jahre für Österreich zu bringen. Es ist ein Auftrag, die Arbeit für die Zukunft voller Optimismus, voller Zuversicht, voller Sicherheit und Chancen für unsere Bevölkerung in Angriff zu nehmen. Es ist ein klarer Auftrag für eine neue, eine frische, eine starke patriotische Kraft in der Regierung und für eine neue Führung an der Spitze einer Regierung, und zwar einer Regierung, die sich selbst als Werkzeug, als Instrument des Volkes versteht. Es ist also ein klarer Wählerauftrag zugunsten der Freiheitlichen Partei. Meine Damen und Herren, mich haben seit dem Wahltag sehr, sehr viele Menschen kontaktiert, um zu gratulieren, um uns ihre Unterstützung zu bekunden für die jetzt beginnenden Verhandlungen, um uns zu bestätigen und zu bestärken in dem Anspruch, die kommende Regierung auch anzuführen. Dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Und sehr viele haben uns und mir dabei auch gesagt, dass etwas anderes sie sehr schockiert, dass sie konsterniert sind, dass sie geschockt sind und dass sie enttäuscht sind. Konsterniert, geschockt und enttäuscht, angesichts des Bildes, das angeblich staatstragende Parteien und selbsternannte Garanten der Demokratie schon am Wahlabend und in dieser ganzen ersten Phase nach der Wahl in der Öffentlichkeit abgegeben haben. Ich möchte das jetzt einfach so weitergeben, wie diese Menschen es mir gesagt haben, was sie empfinden. Da waren Politiker zu sehen, höchste Regierungspolitiker, die angesichts einer historischen Wahlniederlage, die angesichts eines dramatischen Absturzes sich selbst gefeiert haben, als ob sie gerade den größten historischen Triumph ihrer Partei erlebt hätten. Da gab es Newcomer und Spitzenkandidaten, die für jeden erkennbar ihr eigenes Ziel einer Aufholjagd bei weitem nicht erreicht haben und sich trotzdem wie große Gewinner aufführen und vor laufender Kamera am Wahlabend Hinterzimmerbackeleien der Verlierer auch noch bestätigen. Dann wieder andere, die de facto auf niedrigem Niveau seit Jahren auf der Stelle treten
aber dann so tun, als hätten sie gerade die politische Landschaft aus den Angeln gehoben. Und als sei es das Normalste auf der Welt, dass man als ganz, ganz Kleiner die allergrößten Ansprüche von allen stellen kann. Oder auch solche, die aus Frust über einen herben Verlust die Schuld nicht bei sich selber, sondern bei den undankbaren Wählerinnen und Wählern suchen und seitdem nichts unversucht lassen, um demokratische Gepflogenheiten als unangebracht zu diskreditieren, nur weil ihnen freiheitlich nicht in ihr Weltbild hineinpasst. Der Eindruck, den ganz viele Menschen in Österreich haben, ist keine Einsicht, keine Demut, keine Läuterung, gar nichts davon, sondern vielmehr das Motto, weiter wie bisher, Augen zu und durch. Niemand hat diese Spitzenvertreter der Parteien dazu gezwungen, sich so zu präsentieren. Sie haben sich selbst auf diese Weise zur Schau gestellt und sie haben sich selbst damit auf diese Art und Weise bloßgestellt, weil offenbar nicht sein kann, was nicht sein darf, aus ihrer machtpolitischen Perspektive heraus. In diesen Stunden und Tagen ist ein unheimliches und undemokratisches Machtgehabe und ein Selbstverständnis im Zeichen einer ganz, ganz großen Überheblichkeit für jeden Interessierten offenbar geworden. Es war für sehr, sehr viele Menschen, und das geht ganz weit über den Kreis der Wählerinnen und Wähler der Freiheitlichen Partei hinaus, ein verstörendes Signal mit der einen zentralen Botschaft: Wenn es nach uns geht, dann machen wir, was wir wollen, egal wie ihr gewählt habt, egal wie der Souverän entscheidet. Und ich kann diese ganz vielen Menschen sehr, sehr gut verstehen, die sich mit diesem Verhalten hintergangen und verraten fühlen, die sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Und genau deshalb habe ich ja letzten Mittwoch dann auch in Richtung der anderen Parteien gesagt, bitte, bitte nehmt zur Kenntnis, die Wähler haben sich nicht geirrt. Nein, ganz im Gegenteil. Sie haben sich auch bei den Wahlen 2019 nicht geirrt. Damals haben sie uns Freiheitliche massiv abgestraft und andere unterstützt und stark gemacht. Die Wähler hatten damals natürlich recht. Und genauso wenig haben sie sich jetzt geirrt, wo sie uns Freiheitliche massiv gestärkt und anderen das Vertrauen entzogen oder verweigert haben. Die Wählerinnen und Wähler haben auch diesmal recht. Ein guter Gewinner zu sein, das ist das eine. Ein guter Verlierer zu sein, das ist das andere. Aber beides zusammen ist es, was es braucht, um ein echter und guter Demokrat zu sein. Aber ich möchte jetzt positiv denken, möglichst positiv, und tun Sie das bitte mit mir, weil vielleicht war es ja wirklich nur dieser Schock, vielleicht war es nur diese erste große Welle der Enttäuschung, die zu diesen bizarren und wirklichkeitsfremden Reaktionen geführt hat. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass es so ist. Aber dann, wenn das so ist, dann wird es jetzt Zeit dafür, sich zu fassen und der demokratischen Realität ins Auge zu blicken. Dann wird es jetzt Zeit dafür, die Position demütig anzuerkennen, auf die man vom Wähler gestellt wurde. Dann wird es jetzt Zeit, aus eigenen Fehlern der Vergangenheit zu lernen und Einsicht statt Sturheit und Ausgrenzung walten zu lassen. Und dann wird es jetzt Zeit, sich positiv und offen einzubringen in das Projekt einer guten Zukunft für unser Österreich und den Machterhalt der eigenen Partei ganz hintanzustellen. Unsere Hand ist ausgestreckt. Ich habe das vor den Wahlen gesagt, ich habe das am Wahlabend gesagt, ich wiederhole es heute wieder und ich werde es auch in Zukunft tun. Wir suchen das Miteinander, um für die Bevölkerung das Bestmögliche in einer sehr schwierigen Situation zu erreichen, die nicht wir verursacht haben. Das ist ganz wichtig, das dazu zu sagen. Die Probleme, vor denen Österreich steht, sind riesengroß. Erst gestern die Nachricht von noch mehr Schulden, als wir alle schon befürchtet haben. Es ist sicherlich alles andere als ein Zufall, dass wir diese Nachricht ein paar Tage nach der Wahl bekommen haben und nicht schon vorher. Dazu die Botschaft von einer Rezession und damit der drohende Verlust von Arbeitsplätzen und von Wohlstand in diesem Land. Dazu die völlig ungelöste Problematik der illegalen Zuwanderung mit allen ihren negativen Folgen. Dazu eine regelrechte Kaskade der Gewalt, beginnend von sexuellen Belästigungen Minderjähriger bis hinauf zum islamistischen Terror. Dazu ein schwer angeschlagenes Gesundheits- und Pflegesystem auf Kosten der Patienten, der Pfleger und der Ärzte. Dazu Schulen, die keine Orte der Wissensvermittlung mehr sein können, sondern solche, wo den jungen Menschen
ihre Zukunft gestohlen wird, weil dort Kulturkampf und Sprachlosigkeit herrschen in den Ballungszentren. Dazu Krieg im Osten unseres Kontinents und eine Eskalation im Nahen Osten mit unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf unser Österreich und so weiter und so weiter. Es ist also ein sehr, sehr großer Berg von schwierigen Aufgaben. Aber viel größer noch ist unsere Entschlossenheit und unser Wille, sie anzupacken. Das ist noch viel größer. Sie anzupacken und sie vor allem im Schulterschluss mit der Bevölkerung zu lösen, Schaden abzuwenden von den Menschen, die Bevölkerung zu schützen. Schritt für Schritt, Stück für Stück. Eines ist klar, alleine werden wir das nicht können. Wir brauchen einen Partner dafür. Einen, mit dem Stabilität in der Zusammenarbeit gegeben ist. Einen, wo die größtmögliche Übereinstimmung in den Themen ein breites Fundament liefert für eine gute Zusammenarbeit. Und einen, dem es nicht um sich selbst und seine eigenen Befindlichkeiten geht, sondern um das Wohl unserer Heimat Österreich und seiner Landsleute. Und das ist auch die Erwartungshaltung der Bevölkerung, der Menschen, die uns jetzt auch zusehen. Und dieser Erwartungshaltung haben sich alle unterzuordnen. Und genau darum bemühen wir uns jetzt. Und wenn unsere Gesprächspartner dieselben grundsätzlichen Ziele haben, wenn sie gleich offen und ehrlich mit uns und mit der Bevölkerung umgehen, so wie wir es mit der Bevölkerung und mit ihnen tun, dann sehe ich den kommenden Wochen und Monaten mit sehr, sehr viel Zuversicht entgegen. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen, ich hatte gestern einen Gesprächstermin beim Bundespräsidenten. Und wenn ich so in die Runde blicke, dann glaube ich, einige wiederzuerkennen, die auch gestern zugegen waren. Und es ist natürlich nicht mein erster Gesprächstermin beim Bundespräsidenten gewesen. Wir stehen ja seit Jahren, wie Sie wissen, in einem regelmäßigen Gedankenaustausch. Und auch wenn wir des Öfteren durchaus unterschiedlicher Meinung sind, das ist ja auch kein Geheimnis, dann habe ich auch im persönlichen Gespräch immer offen, direkt und geradeaus mit dem Bundespräsidenten kommuniziert und so habe ich das auch gestern gehalten. Ich habe das auch in meiner Zeit als Innenminister so gemacht. Und es wäre, das möchte ich gleich anmerken, es wäre im Übrigen ja schrecklich und ein Armutszeugnis für unsere Demokratie, wenn alle immer derselben Meinung sind. Ein solcher Zustand ist für mich aus meiner Sicht überhaupt nicht erstrebenswert. Eines war diesmal ganz anders. Dieses Mal bin ich nicht mehr als Obmann einer Partei mit 16% in die Hofburg gekommen, wie bei den letzten Terminen zuvor. Sondern diesmal war ich dort als Vertreter, als Anwalt, als Sprachrohr von mehr als 1,4 Millionen Wählerinnen und Wählern. 1,4 Millionen Österreicherinnen und Österreicher. Frauen, sehr viele Frauen diesmal unter den Wählern der Freiheitlichen Partei. Frauen und Männer, jeder eine einzigartige Persönlichkeit, jeder mit Namen und Adresse, jeder mit einer ganz individuellen Lebensgeschichte, jeder mit seinen ganz eigenen Erfahrungen, Wünschen und Hoffnungen für sich und für seine Lieben. Und Sie alle, jeder einzelne von Ihnen mit dem demokratischen Recht, dass seine Stimme nicht weniger wert ist, nicht von geringerer Qualität ist, nicht weniger wichtig ist als die Stimmen für die anderen Parteien, die jede für sich genommen deutlich weniger Unterstützung haben als die Freiheitliche Partei. Genau das habe ich dem Bundespräsidenten auch zum Ausdruck gebracht. Ich habe dem Bundespräsidenten meine Interpretation des Wahlergebnisses gesagt. Die Kurzfassung lautet, es gibt nur einen großen Gewinner und nicht viele, wie manche versucht haben, den Eindruck zu erwecken, gerade auch in den letzten Tagen. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich davon überzeugt bin, dass eine künftige Regierung stabil sein muss, stabil, angesichts der großen Aufgaben, die vor ihr liegen. Ich habe ihm gesagt, dass ich Stabilität dann als gegeben ansehe, wenn zwei Parteien mit einem deutlichen Mandatsüberhang eine solche Regierung bilden und wenn es eine größtmögliche Übereinstimmung in den verschiedenen Themenfeldern gibt. Ich habe ihm meine Einschätzung nicht verschwiegen, dass ich eine Koalition der Verlierer für ein ganz fatales Signal an die Wählerinnen und Wähler halte. Es wäre geradezu ein Schlag ins Gesicht des Souveräns. Und ich habe gesagt, dass es ganz wichtig und zentral sein wird,
mit der Bildung der Regierung einen Beitrag dazu zu leisten, die Kluft zwischen Bevölkerung und Regierung kleiner zu machen und im besten Fall sie zu schließen, anstatt sie noch größer zu machen, als sie jetzt schon ist. Darüber hinaus habe ich den Bundespräsidenten darum ersucht, auch bei der Betrachtung der einzelnen Themen und Forderungen aus dem Wahlprogramm, über die wir ja gesprochen haben, nie die eine und ganz zentrale Frage außer Acht zu lassen. Für wen? Für wen wird Politik gemacht? Für wen wird Politik gemacht in einer guten Demokratie? Wem hat die erste und die wichtigste Rücksichtnahme zu gelten? Um wen hat sich in einer Demokratie alles zu drehen? Es ist der Souverän. Es ist die eigene Bevölkerung. Erst dann kommt alles andere. Und ich habe in diesem Zusammenhang davon gesprochen, dass ich davon überzeugt bin, dass es notwendig ist, den einen oder anderen Spitzenvertreter anderer Parteien vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Erkenntnis wachzurütteln, um ihnen das wieder zum Bewusstsein zu bringen. Und noch etwas war mir wichtig, zum Ausdruck zu bringen, dass es keine Demokratie ohne Pluralismus gibt. Das ist ein Unding. Demokratie und Pluralismus bedingen einander. Und dass Brandmauern gegen demokratische Parteien in Wahrheit Gemäuer gegen die Demokratie selbst sind. Es war ein atmosphärisch angenehmes und offenes Gespräch. Und wir haben natürlich auch über die brennenden Probleme unserer Zeit, die ich vorher genannt habe, gesprochen und über unsere freiheitlichen Lösungsansätze auf Basis des von uns vorgelegten Programmes. Der Bundespräsident weiß jetzt auch aus erster Hand, dass wir als FPÖ die kommende Regierung anführen wollen. Mit mir als unserem freiheitlichen Spitzenkandidaten an der Spitze als Bundeskanzler. Er weiß es jetzt aus erster Hand. Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich hier nicht einzelne Positionen und Aussagen des Bundespräsidenten referieren werde oder referieren kann. Ich denke, das steht nur ihm selber zu und er hat ja gestern bewusst darauf verzichtet. Eines nur, er hat mir gesagt, er wird sich umgehend nach der Runde mit allen Parteiobleuten dann seinerseits an die Öffentlichkeit wenden. Jetzt ist also er am Zug, er trägt eine große Verantwortung, so wie auch wir eine große Verantwortung tragen. Und wenn dieser Schritt dann von ihm gesetzt ist, dann werden wir als FPÖ unsere Beurteilung der Situation vornehmen, in aller Tiefe und Ruhe werden wir das tun und Sie alle unsererseits dann an unseren Einschätzungen und Überlegungen und an unseren Schlussfolgerungen teilhaben lassen. Alles immer unter Maßgabe unseres großen Ziels, unser Land mit ruhiger und sicherer Hand in eine gute Zukunft zu führen und den Österreichern Klarheit, Verlässlichkeit, Sicherheit, Stabilität und Optimismus zu geben, auf Basis der Gemeinsamkeit des demokratischen Miteinander. Ich danke Ihnen. Wiedersehen.